Hi, mein Name ist Niklas und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Amazon Echo euren Computer hoch- und runterfahren könnt. Wir benötigen dazu mehrere Apps, die auch leider etwas kosten, aber es ist nicht die Welt. Wir brauchen einmal IFTTT, da könnt ihr euch auch schon mal ein Konto erstellen, am besten am PC, da geht es ja am einfachsten. Dann brauchen wir Tasker und Auto Remote. Zusätzlich noch Wake on LAN und falls ihr noch runterfahren wollt, Unified Remote Full. Falls ihr dann zusätzlich noch mit den Funksteckdosen von zum Beispiel Osram Lightify Plug oder ähnlichen Funksteckdosen, die mit dem Philips Hue-System kompatibel ist, eure Bildschirme oder Boxen oder so noch ausschalten wollt, nachdem er runtergefahren ist oder bevor er hochfährt, eben noch anschalten wollt, dann braucht ihr noch Auto Hue, aber das ist alles optional. So, als allererstes geht ihr in Auto Remote, meldet euch mit eurem Konto an, gebt einen Namen für das Gerät ein, wo die Applikation läuft. Nein, wir brauchen nicht das Video. So, nochmal eingeben anscheinend. Ein kleiner Fehler in der App. So, und auf OK. Und zurück. Close. So, wir brauchen DOL nicht, also die nicht weitergeben, denn da könnt ihr Nachrichten an das Handy schicken, aber so, also eigentlich kann man damit nichts anfangen. Also wir gehen hier auf Geräte, Close und gehen dann auf IFTTT und jetzt müssen wir ein IFTTT Maker Channel Secret Key eingeben. Dazu gehen wir in den Browser und gehen auf IFTTT/Maker. Dann landet ihr auf dieser Seite und geht dann auf das Zahnrad. Natürlich müsst ihr euch vorher noch mit eurem Account anmelden. So, hier haben wir jetzt eine URL mit einem Secret Key. Den kopiert ihr am besten von hier unten, denn dann habt ihr den kompletten Key. So, kopieren. Wir wechseln wieder in Auto Remote und fügen den Key hier ein. Jetzt geben wir hier wieder einen Namen für das Gerät ein. Nexus 5. Und gehen auf OK. Auf OK. Und hier in die Zwischenablage kopieren. So, jetzt ist die spezielle URL für dieses Gerät in die Zwischenablage kopiert. Wir können in IFTTT gehen und überspringen das Tutorial, melden uns eben an mit unseren Daten zulassen, got it, gehen hier auf My Applets, gehen auf das Plus, um ein neues zu erstellen. Ja, wir haben es kopiert. So, if this, hier suchen wir dann nach Amazon Alexa, zack, und gehen auf Say a Specific Phrase. Hier können wir jetzt sozusagen eingeben, was wir wollen. Ich gebe es einfach mal ein, PC Start. Wir müssen dann zu Alexa sagen, Alexa Trigger PC Start. So, that. Hier geben wir Maker ein, Make a Web Request, fügen hier die gerade kopierte URL ein und ersetzen Message hier mit einem besonderen Wort, was diese Tasker-Funktion dann eben ausführt. Ich benutze jetzt hier genau das gleiche, was ich sage, PC Start, ohne Leerzeichen, einfach PC Start zusammen. Hier, das können wir alles so lassen. Wir gehen auf das Häkchen und haben unser erstes Applet erstellt. Ich mache hier die Benachrichtigung aus, denn ich will nicht immer eine Benachrichtigung auf dem Handy bekommen, wenn dieses Applet eben ausführt. Wir gehen auf Finish und gehen nun in Tasker. In Tasker angekommen, akzeptieren wir hier den Disclaimer. Ja, schneller Überblick brauchen wir nicht. Wir gehen auf Plus, Ereignis. Plugin, Auto Remote, Auto Remote. Wir gehen auf den Stift, Close und gehen hier auf Message Filter, Close. Und jetzt geben wir hier das ein, was wir eben mit Message hier replaced haben. Beziehungsweise wir haben Message hier ersetzt. PC Start war das. Wir machen die exakte Message, weil wir genau PC Start eben eingeben haben. Jetzt gehen wir auf jetzt gehen wir zurück und
machen jetzt die Aufgabe, die dieser Auslöser eben ausführen soll. Wir geben hier einfach mal PC Start ein. Genau, den Haken. Und jetzt müssen wir die Aktion eben hinzufügen. So, jetzt kommt es darauf an, wenn ihr eine Funksteckdose habt, dann fügt diese als erstes hinzu. Das geht ein Plugin, Auto-U, auf den Stift. Ihr müsst dann eure Bridge verbinden, das geht am besten mit der Lupe. Da findet ihr, dann sucht das automatisch die IP. Und meine Steckdose heißt in dem Fall Computer, Power, An. So. Jetzt ist die erste Aktion in dieser Aufgabe eben hinzugefügt. So, falls ihr keine Steckdose habt, dann ignoriert dieses einfach, geht auf Plus, Plugin, Wake on LAN, auf den Stift. Und jetzt sehen wir hier, sie haben noch keine Geräte hinzugefügt. Wir gehen in die Wake on LAN App, gehen auf das Plus und suchen nach Geräten in dem Netzwerk. So, ich weiß jetzt selber nicht, welcher IP mein Computer hat, deswegen gehe ich jetzt an meinem Computer in die Command Line und gebe ipconfig ein. Es gibt noch viele andere Wege, wie ihr die IP herausfinden könnt. Ihr könnt auch in die Netzwerkeinstellungen gehen und die MAC-Adresse herausfinden. In meinem Fall ist das eben die hier. So. Wir geben hier einen Namen für den PC ein, Gruppe und so, das ist alles egal. Wir gehen auf Gerät hinzufügen und wie wir sehen, mein PC ist gerade an. Wir gehen wieder zurück in Tasker und da erscheint der PC jetzt auch. Wir gehen drauf, zack. So, jetzt schalten sich erstmal die Bildschirme an und danach weckt Wake on LAN meinen Computer. Die erste Aktion ist erfüllt. Wir gehen wieder auf Plus. Wir gehen wieder in die IFTTT-App. Gehen zurück. Machen ein neues Applet. If this. Wieder Amazon. Alexa. Gehen auf Say a specific phrase. Und geben ein PC. Shut down. Ihr könnt natürlich auch eingeben, PC herunterfahren, aber ich finde Alexa Trigger PC herunterfahren hört sich irgendwie komisch an, deswegen sage ich einfach Alexa Trigger PC Shutdown. Wir gehen wieder auf den Haken, auf That, Maker, Make a Web Request. Wir fügen wieder die URL aus AutoU ein, aus Auto Remote und geben hier wieder einen bestimmten Wert an. PC Shutdown in meinem Fall. Und gehen auf den Haken. Wir machen wieder die Notification aus, auf Finish. Und haben das Applet eingerichtet. Wir gehen wieder auf Tasker, auf das Plus, Ereignis, OK, Plugin, Auto Remote. Auf den Stift, Close, Message Filter, Close, PC. Shut down. Exact message. Close. Zurück. Neue Aufgabe. PC. Shut down. Wie ihr das nennt, ist egal. Hauptsache ihr wisst, was es macht. Gehen wir auf Plus. Gehen auf Plugin. Unified Remote. Full. Gehen auf den Stift. Remote Action. Und ich habe es in meinem Fall so gemacht, dass ich ein Skript ausführen lasse. Core Script Batch. Und jetzt eben den Command Shut Down. Genau dieser Command wird dann in eurer Command Line auf eurem, in meinem Fall, Windows Computer ausgeführt. Dieser Command war Shutdown minus T 0 Sekunden
minus S und minus F für Force. Gehen auf Next, wählen hier unseren PC aus. So, euer PC erscheint jetzt hier wahrscheinlich nicht, weil ihr die Komponente für euren PC noch nicht installiert habt. Deswegen müsst ihr im Internet auf eurem PC Unified Remote eingeben. Geht auf die Webseite, das ist unifiedremote.com. Geht dann auf der Homepage auf Download, Latest Server und führt dann das Setup eben aus. Und installiert das ganz normal. Ich kann es jetzt nochmal zeigen. Und installiert das ganz normal. Ich führe jetzt nochmal das Setup aus. Einfach immer auf Next und dann sollte euer PC hier auftauchen. Wir gehen auf Done, zurück und jetzt, da ich die Funksteckdose habe, mache ich jetzt noch einen Task, warte und warte eben 40 Sekunden, bis der PC heruntergefahren ist und schalte dann über Plugin Auto-U, Stift, die Steckdose auswählen, Power, Off. Jetzt fährt Unified Remote mein PC herunter, wartet 40 Sekunden und schaltet dann die Bildschirme und meine Boxen aus. So, wir haben jetzt die Commands eingerichtet und können sie testen. Alexa, Trigger PC Start. Wird an IFT gesendet. Dieses IFT ist natürlich IFTTT, aber das spricht das eben falsch aus. So, die Steckdose ist an und der PC fährt hoch. Wie wir sehen, Bildschirme booten. Noch kein Signal, aber da kommt schon der Screen und Windows startet. Alexa, Trigger PC Shutdown. Wird an IFT gesendet. So, jetzt hat sich meine Osram Lightify Plug Steckdose auch ausgeschaltet. Die Bildschirme sind aus und das Tastatur geht jetzt auch langsam aus und der PC ist auch gleich heruntergefahren. Falls euer PC einfach nicht hochfahren will, dann versucht mal an BIOS unter Advanced, bei mir jedenfalls unter Advanced, dann auf APM Configuration. Und dort müsst ihr Power On by PCIe oder PCI auf Enable stellen. Und dann auf Save Changes and Reset. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Videowünsche habt, dann ab damit in die Kommentare. Natürlich würde ich mich auch sehr über Verbesserungsvorschläge freuen, wie ich meine Videos verbessern kann. Dann vielen Dank fürs Zusehen und habt noch einen schönen Tag.